Und da kommt Kai Teil auch wieder auf die dritte Position, nachdem Emil Schramm da zunächst einmal kurz da vorbeigegangen ist. Max Minus hat da waren sie zunächst beide gleich auf, aber Markus Wimus hat da einfach mehr durchziehen können. Emil Schramm und Hermann Bacher auf der vierten Position. Ja, letzte Runde wird angezeigt. Markus Wimus und Marco Ball vor. Jetzt ist der Vorsprung von Markus Wimus schon sehr, sehr deutlich. Also, letzte Kurve und da ist der Maximum-Erfolg für Markus Wimus und Markus Heidt vor Markus Brandhofer und dem Sonnenberg Roy. Kai Pein und David Kersten und Emil Schramm und Hermann Bacher. Tolles Finale, tolle Geschichte. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg für Markus Wimus und Markus Heidt, aber natürlich auch einen Riesenapplaus für Markus Brandhofer und Tim Scheunemann.